Yo, heute Game New! Yo, Buddy, was ist heute mit Game News und so? Du weißt schon. Hä? Wie in Köln. Hallo liebe Freunde und willkommen bei dieser sehr speziellen Folge der Game News. Wir befinden uns heute bei den Finals der ESL Pro Series in Köln, welche heute stattfindet. Und wir geben euch heute einen kleinen Einblick in eines der professionellsten E-Sports Events in Deutschland. Jetzt die Melli, sie ist ESL-Moderatorin. Ja, Melli, du bist jetzt schon ein paar Stunden, glaube ich, ja dran heute. Hast du eigentlich gestern schon hier moderiert? Natürlich. Also für die EPS bin ich zuständig. Das ist so mein Baby mit vielen anderen natürlich. Aber ich ziehe die 3 Tage durch, ja. Heute wird Counter-Strike gespielt. Spielst du auch selber Counter-Strike? Ich habe tatsächlich selber Counter-Strike wirklich auf dem aktiven Level gespielt früher. Mit meiner ESWC-Teilnahme 2007 habe ich dann mehr oder weniger meine Profikarriere an den Nagel gehangen, ein Jahr später, aber bin der Szene immer noch irgendwie erhalten geblieben. Hatte da selber sehr viel Interesse dran natürlich, weil das, was man 10 Jahre lang gemacht hat, das schiebt man nicht einfach so beiseite. Und dass ich jetzt hier bei der ESL als Moderatorin arbeiten darf, ist für mich dementsprechend natürlich schon eine Ehre. Wenn du jetzt die Jungs heute hier noch zocken siehst, juckst du ein bisschen noch selber in den Fingern? Natürlich, also du siehst halt so manche Situationen auf den Maps, als Außenstehender ist das halt immer ein bisschen einfacher, das Ganze, ne? Wo du denkst so, boah, nee, das hätte ich doch so gemacht oder Alter, was macht der denn? Warum geht denn der jetzt genau um die... Nee, Mann, ne? Sowas denkst du dir halt natürlich und klar, also Bock zu spielen... Das kann man nicht abstellen. Das ist so deins und das würdest du eigentlich auch gerne weitermachen, auch in dem Umfang, wie du es halt früher getan hast. Leider erlaubt es halt die Zeit nicht immer. Natürlich habe ich auch so ein bisschen den Anspruch an mich selber, dass ich so ab und zu einfließen lasse, so ey Jungs, ne, ich habe doch Ahnung von dem Shit, ne, deswegen bin ich hier, ne, und nicht nur, weil ich einfach irgendein nettes Mädel bin, ne. Nicht nur professionelle E-Sport-Matches könnt ihr heute auf der EPS sehen, nein, auch aktuelles Gameplay-Material zum kommenden Action-Kracher Evolve wird hier heute gezeigt und selbstverständlich auch gespielt. Ich stehe jetzt hier mit Matthias Remmert, besser bekannt hier als Knochen. Ja, du bist sozusagen Deutschlands ESL-Kommentator. Wie kommt man überhaupt an so einen Job als ESL-Kommentator? Bei mir ist es mehr oder weniger, weil ich schon sehr lange dabei bin und ja, wir einfach einen sehr guten Kontakt haben mit der ESL, schon über die ganzen Jahre und ja, irgendwann hieß es dann, ob wir halt für den deutschen Bereich quasi die Cast übernehmen wollen. Wenn du jetzt hier kommentierst, sag mal hier im Fachtermini, wie sprichst du, kommentierst du die Sachen, versuchst du es eher auch verständlich zu machen für Leute, die vielleicht das erste Mal heute hier sind? Wir machen eigentlich immer so einen ganz guten Mix, natürlich schon mehr auf die Kernleute, die halt immer zuschauen, aber meistens versuchen wir auch nochmal so ein bisschen Sachen rauszuarbeiten oder zu erklären für Leute, die dann das erste Mal wirklich dabei sind. Auch hier sind jetzt wieder, habe ich gesehen, Leute mit ihren Eltern da, wo ein Vater dabei ist und sowas. Deswegen gucken wir halt auch schon, dass wir das Publikum so alle mit einbeziehen. Natürlich sind hier nicht nur professionelle E-Sportler heute zugegen, sondern auch einige Leute, die sich das Ganze anschauen. Neben mir sitzen jetzt Thomas und Dirk. Kommt ihr aus Köln? Nee, wir kommen aus Kloppenburg. Das ist in der Nähe von Oldenburg. Ja. Habt ihr extra die Reise auf euch genommen sozusagen. Wie gefällt euch das Event so bisher? Ja, sehr gut, auf jeden Fall. Man kann hier direkt hinter den Spielern stehen, man kann mit den Spielern reden, man kann sich direkt austauschen. Trinken gibt's umsonst, alles. Also, perfekt.
Spielt ihr auch selber aktiv CSGO? Ja, wir spielen auch aktiv selber, so halt casual-mäßig, ne? Schön, seid ihr wegen irgendeinem bestimmten Team hier oder seid ihr einfach mal gekommen, so auf gut Glück? Ich meine, ihr habt ja schon einen etwas weiteren Weg hinter euch. Ja genau, also für ein bestimmtes Team würde ich jetzt nicht sagen, wir wollen einfach schon immer zu den EPS-Finals oder wie früher die Interplay Night Games. Ja, und jetzt dieses Jahr haben wir es dann einfach durchgezogen, ja. Das ist ja eine schöne Sache. Und du bist auch zufrieden bisher hiermit? Alles super hier. Also man wollte eigentlich schon immer mal hier hinfahren und jetzt hat man endlich mal die Möglichkeit und die Zeit gehabt, hier hinzufahren. So, hinter die Kulissen zu gucken, ist natürlich interessant. Wir haben aber jemanden befragt, der sich noch etwas expliziter mit dem Thema auskennt und selber hinter den Kulissen arbeitet. Ich stehe jetzt hier mit Michael Bister, Head of Pro Gaming Germany. Ja, das Event läuft jetzt schon 2 Tage. Wie zufrieden bist du bis jetzt? Ja, total zufrieden. Also die Stimmung ist super hier im Studio. Wir haben allein heute am Samstag knappe 180 Tickets verkauft. Die Leute sind gut gelaunt hier, haben sich überall verteilt im ganzen Studio. Gestern war es auch schon spannend. An einem Freitag hatten wir trotzdem knapp 70, 80 Leute hier im Studio. Also ich bin sehr zufrieden hier. Ja, die Bude ist auf jeden Fall rappelsvoll. Viele Leute gucken zu. Kannst du uns mal so ein bisschen was zum Ablauf erklären? Ja, der Ablauf ist so, dass wir jetzt an diesem Wochenende die Finalspiele der Deutschen Meisterschaft haben. Wir suchen Deutschlands beste Gamer in 4 Disziplinen. Das ist nämlich Counter-Strike, StarCraft, FIFA und auch League of Legends. Und in den letzten 3 Monaten konnten sich einfach Teams dafür qualifizieren. Das Ganze ging online über unsere ESL-Homepage und man hat dann Punkte gesammelt. Und die Teams mit den meisten Punkten sind letztendlich hier eingeladen worden und können jetzt hier offline nochmal beweisen, wer ist denn wirklich das beste Team, der beste Spieler in Deutschland. Wenn sich jetzt hier die Zuschauer umgucken und sich denken, boah, mit Gaming möchte ich irgendwie auch mein Geld verdienen, was können die Leute hier gewinnen? Es gibt ein Gesamtpreisgeld von knapp 40.000 Euro für alle Spiele zusammen, das halt aufgeteilt wird auf diese 4 Spiele. Da kann man sich ungefähr herunterrechnen, wie viel man pro Spiel circa bekommt. Natürlich ist es so, das geht auf 3 Monate verteilt. Das heißt, die Saison geht 3 Monate, wenn man das wieder runterbricht, davon alleine kann man natürlich nicht leben. Es ist ganz oft so, dass die Spieler oder die Teams auch in Vereinen sind, also in Clans sind, wo es ein richtiges Management dahinter steckt. Es gibt auch dort Sponsoren, das heißt, auch dort fließen schon Gelder und Gehälter werden auch gezahlt. Es ist aber wirklich so, dass nicht jeder Spieler davon wirklich leben kann. Es ist halt für viele noch so, gerade neben dem Studium, ein guter so kleiner Verdienst nebenher. Das sind einige, die verdienen auf jeden Fall mehr als Leute, die Barkeepern oder Kellnern. Also es ist auf jeden Fall ein sehr guter Nebenverdienst. Und wenn man selber Interesse daran hat, ganz klar, der erste Schritt ist es, sich bei uns anzumelden und an den kleineren Turnieren teilzunehmen. Es gibt verschiedene Arten von Turnieren, bis zu den großen Turnieren, die wir jetzt heute haben. Auch wöchentliche Turniere wie die Go4 Cups, da geht es mal so um 100 Euro, 50 Euro, wo man aber direkt mitspielen kann. Zum Schluss, der Preis, der sieht ziemlich geil aus. Wer hat den designt? Designt, da muss ich mir auf die Schulter klopfen, tatsächlich war ich. Also ich habe mich zusammengesetzt mit ein paar Kollegen auch, haben gedacht, okay, wir würden gerne mal einen Pokal haben jetzt, der mal was anderes ist. Halt nicht dieser typische Henkelpokal zum Hochwerfen und Hochhalten, sondern wir wollten was Eigenes haben. Und irgendwie kam ich dann mal in der Nacht auf die Idee mit dieser Excalibur, das Schwert im Stein und wie kann man es aufs Gaming irgendwie rüberbringen. Und dann habe ich mich zusammengesetzt mit einer Firma, mit der wir sehr stark zusammenarbeiten, die für uns den Messebau auch macht und gerade so die ganzen Sachen hier aufgebaut hat. Und die waren davon super angetan, meinten, ja klar, lass uns das zusammen basteln. Und das Ding leuchtet sogar. Ich meine, das ist ein Pokal, der leuchtet. Was will man eigentlich mehr? Ich bin sehr zufrieden damit. Auf jeden Fall richtig geil, das Ding. Ja, das war's hier von den Interviews bei der ESL heute an dem Wochenende. Ich gehe mal zurück zu Ben. Liebe Freunde, das war's für heute von den ESL Pro Series Finals live aus Köln. Wir hoffen, dieser kleine Einblick in den professionellen E-Sport hat euch genauso gefallen wie uns. Jetzt seid ihr wieder dran. Hättet ihr Bock auf mehr solchen Content zum Thema E-Sports? Eure Meinung nach unten in die Kommentare. Wir sehen uns spätestens wieder bei den Game News oder bei der neuesten Folge der Community Games. Bis dahin, euer Buddy von BudTV.